Die Verhandlungen wurden schwierig, aber es ginge darum, eine verlässliche Regierung zu bilden. Über einen Koalitionsvertrag soll dann ein Sonderparteitag der CDU entscheiden. In Spanien haben die ersten Kundgebungen gegen die Abspaltung Kataloniens begonnen. Demonstranten haben sich vor den Rathäusern versammelt. Auch von Unabhängigkeitsbefürwortern gibt es Kritik am aktuellen Kurs der katalanischen Regierung. Marc Koch, HR Madrid. Obwohl die aktuelle katalanische Regierung an der Unabhängigkeitserklärung festhält, scheinen sich die verschiedenen Separatisten nicht über einen gemeinsamen Kurs verständigen zu können. Der frühere katalanische Ministerpräsident Artur Mas, ein erklärter Befürworter der Unabhängigkeit, hält es für zu früh, sich von Spanien abzuspalten, sagte er der Financial Times. Um wirklich unabhängig zu sein, braucht es einige Dinge, die wir momentan einfach noch nicht haben, sagte Mas. Die Ermittlungen im Fall der toten schwedischen Journalistin Kim Wall kommen voran. Die dänische Polizei hat vor der Küste weitere Leichenteile.